Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Last Epoch Let's Play und Gameplay mit der Version 0.9.1. Wir nehmen einen Forge Guard mit dem Forge Weapon, die wir so beschwören, wenn wir den Skill einsetzen, aber das haben wir noch nicht. Wir brauchen noch zwei Level für den Skill. Jo. Und jetzt sind wir in diesem Gebiet, das relativ schnell nach dem ersten kleinen Boss kommt. Und jetzt muss ich kurz schauen. Darüber. Ja, es ist nicht. Schade, ich hätte es gerne genommen. So. Ja, Warpuff, da weiß ich ja, wie man levelt. Das G-Punkte müsste die man bekommt. Sieht sehr schön aus hier. Sehr schmackhaft. Es wurde auch verschwunden, dieses Level. Und das ist jetzt Akt 2. Also, im vorherigen Spiel 0.9.0 und vorher war es auch noch Akt 1, aber es war relativ schnell nach dem Start. Jo, und die Gegner gab es ja auch erst seit 0.9.0, seit März. Ja, und mit 0.9.1 ist sozusagen die erste Leder erschienen. Aber man muss zwingend mal so einen neuen Charakter scheinbar machen. Jetzt hoffe ich einfach, dass es ausgewählt ist. Aber genau, ja, kann ich es eben nicht sagen. Entwickler schreiben einfach nichts. Wenn ich jetzt nicht in der Leiter bin, ist es mir auch scheißegal. Nein, ich will ja die Leiter auch schaffen. Ich will dort einen Charakter Level 100 erreichen zum Beispiel. Weil ich bis jetzt noch nicht so viel Zeit hatte, immer einen Charakter zu nehmen, der auch gut lief und so. Ja, deshalb hat 0.9.0 auch noch neu beginnen musste, ja, wegen Online-Modus. Ja, es ist halt jetzt einfach nicht so zu einem guten Charakter gekommen, aber das werden wir jetzt schaffen mit diesem Bild. Genau. Ja, du bist der ja, der auch schon mitgekommen ist immer. Ich weiß. Aber wir wollen ein bisschen vorwärts machen, also ja, eigentlich ja, ein Hack and Slays. Da muss halt die Story und so ja einfach besser erzählt werden, nicht mit Textboxen. Ich kann ja gut zuhören, aber die reden halt auch so langsam. Es würde einfach ein Let's Play extrem in die Länge ziehen. In einem Livestream habe ich es ja manchmal auch gemacht und so. Schon okay, aber die Zuschauer waren dann auch immer gelangweilt, weil ich das vorgelesen habe und das jetzt da. Das dauert halt bei mir auch ein bisschen länger als bei anderen. Ja. Ich bin eben einer, der eigentlich nie so richtig in der Schule Englisch hatte oder beim Beruf. Und alles eigentlich mir selber beigebracht habe, damit ich einfach auch mehr und eine ja, größere Community habe. Aber so, ja, auf Englisch Livestream, Let's Play und alles mögliche mache ich nicht. Ich will die Deutschen supporten. Deutschland der Deutschen, die Österreicher Deutsche, die Liechtensteiner Deutschen, die anderen Deutschen von anderen Ländern, vor allem Luxemburg, Elsass, also Frankreich. Ja. Ich habe sie übrigens auch von Ding. Wie heißt das? Der Bundesstaat Texas. Und von Kanada Zuschauer. Und von Uganda, von Neuseeland, von Argentinien, von Spanien, von Mexiko. Wow. Echt toll. Aber die sind meistens diejenigen, die einfach nicht so viel schreiben. Ihr dürft gerne, also wenn ihr das versteht, dürft gerne natürlich auf Englisch oder so auch schreiben. Und meistens auch eher privat. Das geht bei YouTube ja nicht mehr. Das kommt sie bei Discord und manchmal sagen so, wow, gut, Let's Player. Thank you for the Regnum oder for the Last Epoch. Videos. Oder manchmal ganz wenig schauen. Aber es gibt manche Deutsche, die wirklich sehr, sehr toll und viel schreiben. Dankeschön dafür. Auch auf älteren Videos. Und ich bin natürlich auch immer nicht beantwortet, also es ist ein High, oder es ist ein
ein gutes Video oder so, dann jetzt nicht unbedingt. Versteht wahrscheinlich der Grund ein bisschen. Damit ich euch ein bisschen motiviere, ein bisschen mehr zu schreiben. Okay, ich weiß nicht, der Akt 1 hat alles ein bisschen verloren. Ich bin jetzt gerade ein bisschen weniger motiviert, diesen Akt auch zu machen. Weil er wird jetzt ein bisschen zu spät kommen. Ist das jetzt Akt 2? Immer noch Creepers. Immer noch Akt 1. Okay. Farewell. Jetzt sind wir. Was für ein Level? 11. Und immer noch hier. Bisschen außergewöhnlich. Nicht schlimm. Okay, also. Ja, schaut, das Schaden ist nicht so hoch, wenn ich angriff. Ich habe ihn auch nicht so gern, weil ich meine Mana erneuern muss. Aber ich sind schon ein bisschen gerne ein. Ich bin auch früher ein extremster Fan von Wirbel und Verband, Diablo 2. Das war der beste neue Skill. Ich habe sehr lange auf Diablo 1 gespielt. Und es ist einfach mir ein bisschen zuwider, dass jetzt zum Beispiel Diablo 2 Resurrected zu schlecht ist. Ja. Und ich meine Grafikkarte ist damals fast kaputt gegangen. Weil das Spiel so unter 3.000-4.000 FPS lief. Das ist wegen G-Sync. Und was hat eigentlich Nvidia schon Gutes entwickelt? Eigentlich gar nichts Gutes entwickelt. Einfach gute Grafikkarten von der Power her, aber so G-Sync fürs X. Ja, so Sachen. Raytracing. Es ist alles schlecht. Alles ziemlich schlecht für die Hardware. Für das Betriebssystem oder für die Games. Ist echt schade. Dass zum Beispiel Physics-Games gar nicht mehr laufen. Sacred 2. Funktioniert aber gar nicht mehr. Ja, ich kann es nochmal versuchen, einfach mit Physics nochmals drüber zu installieren. Das habe ich eigentlich schon mal gemacht. Aber noch unter Windows 10. Und seit Ende April habe ich ja Windows 11 und ich habe einfach noch nicht dazu gefunden, da so Sachen zu machen. Es ist auch ein bisschen Zeit beansprucht. Das ist ein bisschen, ja. Das ist wie, als würde es nicht worth sein, das zu machen. Ja. Ich würde lieber Physical Resistance, ist echt gut. Ich nehme den Helm. Ich habe übrigens noch keinen Händler. Doch, ich habe einen Händler gehabt, aber auch nichts verkauft scheinbar. Ich einfach durchrennen. Oh, und das meiste sowieso wegwerfen, weil es nicht worth ist zum Verkaufen. Ja. Okay. Ja. Also wenn ich jetzt ein Grafikkartenentwickler wäre, ein Chef, dann würde ich sagen, ja. Macht es lieber besser und macht lieber nur alle 3 Jahre eine neue Grafikkarte oder so. Da sind die Grafikkarten sehr viel unterschiedlicher und einfach besser, die Programme und so. Aber scheinbar will Nvidia immer nur Geld verdienen mit ihren overpriced Preise. Und Radeon ist halt nicht besser, sondern eher, ja, vielleicht schon ein bisschen leistungsstärker. Aber da fehlt mir einfach ein paar Sachen. Jo, und bei Nvidia sagt einfach dieses GeForce Experience echt dumm, dass man die Spiele nicht mehr selber auswählen kann, was man dann nimmt. Dass immer alles empfohlen und sofort installiert wird. Dann kann ich nur auf 4K zum Beispiel spielen und ich möchte nicht auf 4K spielen, nur auf Full HD. Ja. Und andere Auflösungen will ich sowieso auch nicht nehmen. Also so ein 2,5 Ultra HD. 0,5 Ultra HD. So Sachen will ich einfach nicht nutzen. Weil es für mich als Nervenkrankheit auch ein schwierig ist, das auch zu sehen. Und ja, ich sehe jedes Korn und wenn die Pixel so viel mehr sind, bin ich auch ein bisschen überfordert. Kann ich so gut sehen.
Ich war ja erst kürzlich im Kino, Guardians of the Galaxy 3 schauen. Und ich kann euch sagen, in einem IMAX mit so wunderbarer Grafik, das war schlimm für meine Augen. Meine Augen haben immer geblutet. Weil es einfach so mega detailliert und langgestreckt ist. Wieso ist IMAX eigentlich so fast, weiß nicht wie viel Prozent breiter? Es war schwierig, es zu schauen, der ganze Film. Ja, und ich will einfach nicht mehr ins letzte Kino von Basel gehen, weil die anderen einfach auch bankrott gingen. Ich will lieber auch nach Deutschland, irgendwie nach Köln oder Stuttgart gehen und dort ins Kino gehen. Aber es hat auch eine wirkliche Weltreise. Auch wenn ich eigentlich fast in Deutschland wohne. So, also. Jo, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt kommt eben dieser Boss, der neue, der keinen Helfbar hatte. Dieses große Schweinchen. Was ist das für ein? Ist einfach eine Bestie. Ziemlich cool aussieht, aber ein bisschen übertrieben tanky ist. Okay, sie geht nicht so lang. Was hast du so gesehen? Ich freue mich auf die Forge Guards. nein, nicht Forge Guard, Forge Weapons. Aber der Forge Guard hat eben diese Forge Weapons auch als Skill. Forge Strike. Jo, diese Leuchtsymbole sind wirklich super. Ich weiß nicht, in welchem Game solche Leuchtsäulen das erste Mal zu sehen waren. Ich glaube, in Torchlight 1. Gab es dort diese Leuchtsäulen? Ich glaube nicht. Irgendwie in einem anderen Game, das sind die wahrscheinlich nicht so viel gespielt hat. Oder gar nicht gespielt hat. Hm. Ich dürfte gerne mal sagen, welches Spiel hat das erfunden. Also welcher Entwickler hat das Spiel, das in einem Spiel eingebaut. Physical Resistance als Blitz Resistance. Gibt's der Gegner? Ja, der Bekämpfer, der draußen ist im Dschungel oder im alten Urwald. Diese laufenden Riesenviecher. Ich glaube, der Boss aus dem einen A-Boss Dschungel, Dungeon. Nur ein Viech, aber es kommt zwei oder drei mal vor. Weiß ich nicht mehr. Da ist wieder der andere. Also was ist jetzt? Akt 3 wurde entfernt, nein, nicht entfernt, aber einfach gekürzt. Und man kommt es schon mit ein bisschen weniger Level über, dass man eine Klasse auswählen kann. Eine nächste Klasse. Jo, und da muss ich den Forge Guard nehmen. Hm. Genau, das ist dieses Vieh. Was ist das? Gurke. Das ist halt kann doch ein bisschen zäher, als ich gedacht habe jetzt. Ring war nicht stark, ich habe auch sehr viel Lightreach. Life on hit. Ja, ja, ich rede nicht immer das Gleiche, lieber Magier. Das ist immer so Metzgerei-Sache. Makaber, der arme Wurm, er wurde zweigeteilt. Ja. Heide. In dieser Uhrzeit habe ich meistens nochmals etwas gegessen zum 23 Uhr und jetzt ist es schon 15 Uhr. Ich habe immer noch nichts gegessen. Ich könnte jetzt während ein paar essen. Mache ich aber nicht. Ich hungere lieber. Okay, Max Lalle. Also Max 55. So, wollen wir dieses Amulett nehmen? Nein. Ich
Ich will die Handschuhen. Ah, jetzt haben wir auch da noch den Händler. Gut. Aber wir haben vorher schon einen Händler gehabt. Poison Resistance Fidelity. Ja, wir machen ja nicht Fashion. So. Endlich mal den Moch verkaufen. Genau, Minion Health. Mana Regeneration. Lass ich noch. Ja, ich tue das Schwert mehr. Mal kurz schauen wegen der anderen Waffe. Ja, die ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich Attack Speed kann. Ich muss den nicht haben. So, also. Hä? Ich hab das equipped. Bin ich überhaupt in der Leiter? Müsste ich jetzt noch mal schauen. Wir gehen mal kurz raus. Aber wie kommen wir jetzt in die Leiter, wenn wir das Equip eigentlich behalten? Haben wir noch gar keine Leiter oder wie? Keine Ahnung. Ich spiele einfach so weiter. Also scheinbar haben wir wirklich. Also wenn ihr da das dazu erzählen könnt, gut. Aber ich habe das Equip scheinbar, was ich schon gesammelt habe seit März. Ich wollte eigentlich eine neue Leiter haben, wo man neu beginnt. Ja, aber wie? Kurz nachschauen. Das vielleicht? Okay, später wird es sortiert wahrscheinlich. Trading. No, 5k. Okay, verstehe ich nicht. Also, machen wir weiter. Also, dann ist es keine richtige Leiter scheinbar. Oh, das hat sich ganz verändert. Ja? Das ist eine blutige Axt. Kann ich auch das, was besser ist, ja. Schwert nehmen. Das ist nicht besser. Physical Resistance. Was haben wir dann noch so? Schild? Nein. Eigentlich ja die Keule. Aber wo ist die Keule? Die ist beim Magier. Nehme ich aber eine zweite gute Keule. So. Und zum Beispiel das Schild. Oder das Schild. Ne, liebe Glocken. Dieser ist sie. Das Ding müssen wir hinten hin tun. Den Helm habe ich leider noch nicht. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir sonst noch? Frostbite Shackles ist eher für. Ja. Primalist. Haben wir irgendwie Sachen? Muss sie vom anderen Charakter dann nehmen?
Das hat sich auch sehr stark verändert, das Zepter. Cool. Jo, und. Ja, Aurelis muss ich ja da nicht verwenden. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Ah ja. So, also. Ah, dann Gürtel noch. Habe ich den anderen Gürtel auch? Wo war das jetzt? Den Gürtel mitnehmen, equippen. Nein, nicht equippen. Wir haben die Forge-Weapons noch nicht. Ja. Gut, und was habe ich noch wollen? Ich wollte schauen wegen diesem anderen vom Set. Gibt aber wahrscheinlich noch eine bessere Variante davon. Mit besseren Bonis. Uff, ist das immer schwer, die Items zu finden. Naja. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Jetzt können wir auch, denke ich mal, langsam einfach wechseln. So. Also einfach das Equipen aus dem Lager und so ist sehr unübersichtlich. Da hätte ich gerne auch ein bisschen eine Funktion zum Items auch ein bisschen, ja, so dass sie automatisch ein bisschen verschoben werden ins richtige Lager, dass man auswählen könnte, was man denn dort will und so. Gibt es in Pass of Exile auch noch nicht so richtig? Einfach so ein Autosortier über mehrere Lager. Ah ja, yeah, das wäre so einfach zu machen, aber sie machen es aber. Ja. Also für mich als Entwickler ist es wichtig, dass die Spiele ein bisschen supportet werden, dass sie nicht immer alles machen müssen, wie zum Beispiel sortieren oder irgendwas finden müssen, extrem schwer. Okay, ja, ich möchte natürlich auch den Hack so minimalisieren wie möglich, weil ich ja eher auf ein Rollenspiel machen will, das Hardcore ist. Aber eben einfach die Spiele unterstützen, dass man nicht alles mega machen muss. Ja, nicht schlecht. In einem Inventar oder in einer Kiste. Ich sortiere so nicht mehr gerne, weil das einem immer auch sehr viel Zeit kostet, wo ich lieber zocke als sortiere. Ja. Definitiv. Der eine Wurm, er kommt und kann mich nicht mehr angreifen. Ja, danke, aber darf ich laufen? Wieso haben Sie Probleme, die Sie schon mal gehabt haben, wieder heimgetan? Ich verstehe es manchmal nicht. Ist wenigstens das Reisen über die verschiedenen Dinge gut. Ich habe die Hunde den jetzt gar nicht dabei. Also schon dabei, aber ich nutze es nicht. Ich habe aber ein Schild, ich könnte den. Das geht jetzt noch nicht. Ja, kostet zu viel Mana scheinbar. Gib mir Mana. Wo ist Mana Strike beim Sorcerer? Heftig. Aber cool, dass die Monster auch ein bisschen aktiver sind hier. Als vorher. Sind irgendwie so ein bisschen schneller. Halten irgendwie auch mehr aus, weil sie höher leveliger sind. Also vielleicht auch ein bisschen im Leben gebufft wurden. Ziemlich gut. Ja, das ist jetzt zwei Seiten einen großen Boss, der den Ältesten entführt hat. Und dieses Spreading Flame ist irgendwie ein bisschen schwächer geworden. Haben sie das genervt? Oh! Okay. Ja, kann ich gebrauchen. Also es ist nicht so stark, wenn wir nicht auf den Blut eben hinaus gehen. Aber okay. Multi-Strike. Ich weiß nicht, ich mag den Angriff schon sehr. Ich wollte ja auch
im März-Update, Multiplayer-Update, so einen spielen. Ja, man muss einfach zu nah an den Gegner und das ist halt zu wenig AO. Aber ich könnte mir vorstellen, eben so ein Bleed Paladin zu machen mit Multistrike jetzt. Ja. Die Küsten sind weg hier. Interesting. So, darf ich mal Wurm haben? Der Wurm kommt erst später. Okay, so langsam ist der Part. Hä? Sind das Junge jetzt? Die waren doch so alt, Jura. Geh weg. Kann ja sowieso gut denken werden. Ja, prima. Sind auch ein bisschen zäh geworden. Ich mag das nicht so gern, wenn Gegner so ultra viel zäh geworden sind. Muss nicht sein unbedingt. Ich meine, ein Spiel sollte uns nicht so mega aufhalten, oder? Wenn man es schon anders kennt. Wenn man einen neuen Gegner hat und der ist ein bisschen zäh, ja. Dann ist es etwas anders, aber wenn es... Oh, das ist eben so mega lange zum Laden. Wenn man so alte Gegner noch zäher macht, dann ist es immer so eine langweilige Wirkung. Die man echt nicht so gerne hat, scheinbar. So, ich habe die Glows, aber ich habe hier schon die. Ja, sind doch die anderen. Ich dachte so nicht, ich hätte die wieder gefunden. Gut. Können wir da endlich mal. Brauchen wir das? Was brauchen wir? Axtrohr. Wieso brauchen wir Axtrohr? Ich finde den schon bei diesen Unix mit den. Ja, die blauen Glows mit dem Throwing Damage, dem Wurfschaden. Schon dort die Axt, nicht so tolle OP. Die macht echt wenig Schaden. Und jetzt macht man die einfach dorthin, so irgendwie Mana und. Ja, ich habe das genau, ich habe das genommen. Sondern diese Äxte habe ich das anfangs genommen. Ich mache es jetzt wieder. Ja, der Bild sagt ja Endgame. So sollte man im Endgame sein. Und da braucht man natürlich das Mana dann auch nicht mehr. Und dann tut man auch diese Sachen nutzen. Also, haben wir. Wir haben mehr Bienen, ne? Ist irgendwie das Maximum erhöht worden. Sind nur gleich 10 oder so Maximum gewesen. Jetzt hatten wir irgendwie. Ah nein, wir hatten 10 und jetzt sind 5. Okay. Irgendwie so. So, also der Part ist genug lang. Ich mache jetzt hier vor dieser Brücke und rechts einen Cut. Und ich werde einfach hier hinten noch ein bisschen halten morgen. Ich bin jetzt ein bisschen zu müde, um mich zu essen. So, also, bis hierhin laufe ich noch kurz da. Und werde dann hier weitergehen. Gut, dann. Ja. Viel Spaß noch. Einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr schaut. Und ja, es wird eventuell noch ein Livestream morgen geben, aber es ist, also heute, was ist nicht sicher, also Freitagabend, den 26. Mai 2023. Gut, dann tschüss. Ja, viel Spaß auch mit dem Game, wenn ihr es habt. Wenn ihr es kaufen wollt, ja, unbedingt kaufen. Und ja, tschüss.